Ein Gericht in Russland hat den Internetgiganten Google zur Zahlung von umgerechnet fast 90 Millionen Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Google bestimmte Inhalte nicht aus den Suchergebnissen gelöscht hat, obwohl diese nach russischem Recht illegal gewesen seien. Google teilte mit, man wolle sich das Urteil genau ansehen und dann über mögliche weitere Schritte nachdenken.